Die Beschäftigungsquote von Frauen ist zwar in den letzten 10 Jahren um 5% gestiegen, doch die Alleinerziehenden unter ihnen haben immer noch mit überdurchschnittlichen Risiken und Herausforderungen am Arbeitsmarkt zu kämpfen. Zu dem Schluss kommt eine aktuelle Studie, die von der Bundesagentur für Arbeit in Auftrag gegeben wurde. Rund 107.000 Alleinerziehende gibt es aktuell in Hessen. Die meisten von ihnen, nahezu 90%, sind Frauen. Ein Grund für das größere Risiko, arbeitslos zu werden: allein 2013 hatten rund 62% der weiblichen Alleinerziehenden keine abgeschlossene Berufsausbildung. Das liegt häufig daran, dass das Kind sehr früh geboren wurde, im Alter von 18, 19, 20 der Frauen, möglicherweise Schule und Berufsabschluss noch nicht abgeschlossen waren oder teilweise noch gar nicht begonnen waren. Und dieses Problem der dann dadurch ja fehlenden Möglichkeiten am Arbeitsmarkt zieht sich dann über viele, viele Jahre hin. Um die Situation der Alleinerziehenden am Arbeitsmarkt zu verbessern, müsste an mehreren Punkten angesetzt werden. Aktive Arbeitsmarktpolitik müsse darauf abzielen, das Nachholen von Schul- und Berufsabschlüssen zu erleichtern. Zudem seien die Unternehmen gefragt, vermehrt Teilzeitausbildungsplätze zu schaffen. Und schlussendlich müsste die Kinderbetreuung auch in Randzeiten vorangetrieben werden. Die Erkenntnisse der Studie über die Zusammenhänge von Alleinerziehenden und einem steigenden Armutsrisiko sind nicht neu, aber leider 2014 immer noch aktuell.